Das ist aber auch Grütze so. Das ist doch alles Grütze. Hey, das ist alles irgendwie Grütze. Jetzt gerade mit diesem blöden L-Form-Dingens hier. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier einfach die Plattform größer. So. Und dann baue ich das zum Ende. Schon euch Platz für meine Schaltung. Ah, wo haben wir es denn? Da haben wir alles. Drauf. Ja, die zwei Dinger wieder. Na also, warum nicht gleich so? Gut, dann brauchen wir hier wieder ein Wasser einmal raus. Legen den hier drum. Und dann wieder Sand, Erde. Erde. Restlichen Sand, den wir hier haben. Ah, Inventar voll. Scheiße. Schlecht. Negativ. Ist das Ding da durch? Ja, das ist durch. Das muss man draufstopfen schnell. Da kann man das schnell reinstopfen. Das kann man hier schnell reinstopfen. Das kommt dahin, dahin. Das kommt in den Rucksack rein. Ich hab keinen Platz mehr. Muss mich verkackeiern. So. Scheiße auf die Pfeile. Jetzt den Bogen kann man auch rausnehmen. Braucht man eh nicht. Schrecklich, wir benutzen es nicht. Passt auch die Silberkiste schön drauf rein. Aber die Problem mit Fackeln haben wir auch gelöst. So. Und die Barren nehmen wir auch noch schnell weg. Oh, schön. Hat auch der Sandplatz. Ah, oh, die Steine auch noch vergessen. Und ins Bett erstmal. So, aber jetzt. So. Und Verkehrsraum. Ach, komm. Na also, wie gesagt, wenn wir es mit dem Wasser einmal jetzt benutzen, dann verlieren wir in dem ganzen Rezept immer zwei Bock-Earths. Also wir verlieren nicht zwei Bock-Earths, sondern wir verlieren zwei Blöcke. Aus 8 Blöcken kommen jetzt nur noch 6 raus. Allerdings verlieren wir dadurch kein Erz jetzt mehr. Und Erde, habe ich ja gesagt, kriegen wir aus der Peatbock-Farm selber. Und Sand können wir uns tonnenweise aus Cobblestone herstellen. So, das war jetzt wieder auch intelligent. Ich habe die Pipe nicht aus dem Inventar rausgeholt. Pipe. Keine Eisen, eine Cobblestone reicht völlig. So. Mehr oder weniger. Ist das nicht schön? Brauchen es nur noch hier Sand und Erde reinschmeißen. Im Prinzip könnten wir die Erde von da unten auch gleich immer darauf leiten lassen. Oder in der Ersatzkiste den Überschuss erst dann rüber zur Recyclinganlage schicken. Oder da in die Lagerkiste halt. Die Erde kommt ja sowieso hier raus. Das wäre ja durchaus eine Idee. Haben wir noch einen Transposer? Haben wir noch? Da nicht. Filter. Oh, muss ich echt Transposer jetzt bauen? Oh Mann. Bauen wir gleich ein paar mehr. Cobbles.
Testen wir mal immer wieder aufladen hier. Na komm, fließt schneller. Ach, oh, sammle ich es gerade auf. Auch gut. Na komm, fliegt durch. Jetzt habe ich da keinen Cobblestone einstecken. Ich krieg die Krise. Ah, komm ich schon. Können wir da nicht gleich die Goldpipe nehmen? Müsste genauso funktionieren. Redstone Torch. Ah, oh, da war keine Redstone Torch mehr hier. Ah, doch, richtig, stimmt schon, richtige Etage. So. Ja, funktioniert, die zieht's raus, passt. Oh, ich bin ein Nappel. Jetzt also. Ja, okay, ich bin ein Idiot. Ich streit's ja gar nicht ab. Ich bin wirklich einer. Na, das ist Grütze so. Da muss ich halt die eine Treppe wegreißen, mein Gott. Das ist jetzt aber dumm. Was sind wir denn hier? Ach, komm schon. Gut, jetzt sind wir hier. Das heißt, ich könnte ja da trotzdem mit... Ah, oh, den Platten, die ich schon wieder weggelegt habe. Oh. Wo sind die Platten? Platten. Da sind die Platten. Ah, oh, ist das schon wieder lästig jetzt. Hin her. So, Ruhe hier. Ach, komm schon, wo habe ich sie denn jetzt? War schon richtig. Na, jetzt komm halt her. Ausmachen, da rüber gehen. Und wieder. Nein. Da gehört er hin. So, geht doch. Okay, das heißt, die ganze Erde von den Dingen zu unten kommt immer schön brav hier gleich hoch. Nur sollten wir das Ganze vielleicht doch ein bisschen intelligenter gestalten. So ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Haben wir noch Kisten einstecken? Ja, haben wir. Oh, komm schon. Ach, Herr C, fix normal jetzt. Nix halt so rum ab. Das schon mal und dann habe ich schon wieder Bockmist gebaut. Denn ich würde das darüber legen, dann brauche ich die Werkbank da und dann lege ich einfach die Kiste dahin jetzt erstmal fürs erste. Klatsch das da oben drauf. Klatsch den Timer da wieder dran.
Mache ich es jetzt verkehrt oder richtig? Ich habe keine Ahnung. Ah, richtig. Haha, ich bin gut. Fallt auf die Knie und betet mich an. So. Na, ach, komm schon. Vergesst, dass mir auf die Knie fallen ist. Ist hinfällig. Nein, 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 nein. So. Jetzt stimmt's wieder. Okay. Das heißt, da rechts kommt Sand und Sand rein und sonst nichts. Und die Erde kommt alles von da unten. Und irgendwann müssen wir uns mal Gedanken machen, dass da dieses Ding überschüssig wieder zurückläuft und rüber in die Recyclinganlage. Schrägstrich in die, ja, in die Leitung, die hier irgendwo liegt, drauf geht. Aber bis dahin, ja. Nebensächlich. Jetzt erfreuen wir uns erstmal dran, dass wir jetzt hier eine Bock-Mischerei haben. Die wir eigentlich gleich nach unten leiten könnten. Ha. Wo sind wir auf die Kiste? Die Kiste ist hier. Wo stellen wir es einfach da drüben auf? Ja, stellen wir es einfach da drüben auf. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das machen wir anders. Wir haben ja. Da haben wir. La 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 la, Cobblestone Pipe. Ach, jetzt halt, machen wir es halt so von oben. Kommt's runter? Ja, es kommt. Das heißt, wir müssen nur alle heilige Zeiten hier mal wieder Sand reinklatschen und dann ist gut. Schöne Sache. Schöne Sache. Gut, dann werde ich mich an dieser Stelle schon mal wieder verabschieden. Wir haben zumindest ein technisches Objekt geschaffen. Wir haben viel gelabert, oder ich habe viel gelabert, viel Blödsinn vor allem. Was? This bed is occupied? Willst du mich verarschen? Ja gut, ich verabschiede mich erstmal wieder fürs Erste und ja, viel Spaß, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.